Hey, ich bin der Nerdman und heute reden wir nicht über eine bestimmte Comic-Reihe oder einen bestimmten Comic-Charakter, denn heute geht es um Musik und Comics. Oder besser gesagt, wie die Musik das Lesen von Comics beeinflussen kann. Ich selbst bezeichne mich als eines der besten Beispiele dafür, nicht nur weil ich eigentlich immer Musik höre, während ich lese, sondern auch während ich zum Beispiel an einem neuen Video arbeite. For real, die besten Videoideen entstehen bei mir in Verbindung mit Musik. Dieses Video wird jetzt aber alles andere als eine wissenschaftliche Analyse. Falls ihr euch für sowas interessiert, empfehle ich auf jeden Fall einen Blick auf dieses Video hier zu werfen, entsprechende Englisch-Skills natürlich vorausgesetzt. Heute möchte ich einzig und allein über meine persönliche Erfahrung sprechen, wie Musik die Welt der Comics für mich verändert. Fangen wir an mit einem Beispiel. Man könnte meinen, dieses Beispiel ist selbsterklärend. Ich habe während meines Batman Metal Runs hauptsächlich Metal, Rock, Punkrock und etwas Hip-Hop gehört. Ich denke, jeder weiß, dass Greg Capullo und Scott Snyder selbst große Metal-Fans sind, weshalb diese Inspirationsquelle natürlich innerhalb ihrer Geschichte um das dunkle Multiversum auch deutlich erkennbar ist. Bis heute denke ich bei vielen Metal-Songs aus meiner Playlist immer noch direkt an den Run. Manche Songs passen gut zu den Momenten, in denen alles verloren scheint. Düstere Metal-Songs, die einen mit der gewissen Atmo, Welcome to Hell ins Ohr schreien. Andere Songs wiederum passen sehr gut zu den Momenten, in denen die Helden wieder die Oberhand gewinnen. Punkrock sowie Hip-Hop fand ich an dieser Stelle sehr passend. Mit der Norm brechen, austicken, etwas Eigenes gestalten und damit die Dunkelheit besiegen. Man könnte meinen, ohne die Musik wäre Batman Metal nicht das, was es für mich heute ist. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass Musik in Verbindung mit Lesen ein Hindernis darstellt. Man konzentriert sich vielleicht weniger auf das, was man liest, als auf die Atmosphäre an sich und schweift ab. Was auch erklärt, wieso viele Leute sagen, wenn schon Musik, dann ohne Text, weil die Lyrics das sind, was beim Lesen am meisten stören soll. Bei mir persönlich ist das nicht so. Ich kann Musik ohne Lyrics, wie zum Beispiel Filmmusik oder Lo-Fi-Beats, genauso gut während des Lesens hören, wie Musik mit Lyrics. Besonders beim Lesen eines Comics werden die einzelnen Bilder für mich, angetrieben durch die Musik, plötzlich lebendig. Ein anderes konkretes Beispiel, welches ich noch hätte, verbirgt sich hinter diesem Band hier. Zugegeben, während ich damit begonnen habe, Lucifer zu lesen und in das Sandman-Universe einzutauchen, befand ich mich in keiner wirklich guten Verfassung. Ihr kennt's, jeder hat mal diese Phasen irgendwie. Jedenfalls lag ich eines Tages draußen im Garten, gemeinsam mit dem ersten Band der neuen Lucifer-Reihe, und ich schwöre euch, wenn ich sage, dass mich nur selten ein Comic so emotional und mental gefesselt hat wie dieses, was definitiv auf die Musik zurückzuführen ist. Ich hörte überwiegend Songs von NF, einem amerikanischen Rapper, der oftmals etwas tiefere Blicke in seine, sagen wir mal, harte Vergangenheit durch seine Tracks zulässt. Lucifers Verzweiflung über sein eigenes Leben, den Zustand, in dem er sich befindet, das Gefangensein und sein Versagen beim Entkommen dieser Hölle ziehen einen einfach mit runter. Und zwar hart. Er weiß, dass er Fehler begangen hat, auch wenn er sich an viele dieser nicht einmal mehr wirklich erinnert. Und auch wenn uns das Ende einige Lichtblicke auf die Zukunft gibt, bleibt für mich selbst nach dem Lesen immer noch eine gewisse Leere zurück. Ich lag sicher noch über eine Stunde da, starrte in den mittlerweile hellen Sternenhimmel und ließ das Geschehene einfach auf mich wirken. An dieser Stelle wurde die Geschichte des Comics zu meiner eigenen und ich entwickelte mich durch sie auch weiter. Und das ist der eigentliche Grund, wieso ich dieses Video machen wollte. Einfach um euch zu zeigen, dass Musik in Verbindung mit Comics die Welt der Comics maßgeblich beeinflussen kann. Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Ich bin der Flo und der gute Nerdman hat mich gefragt, ob ich beim Comic-Lesen Musik höre. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass Musik ein extrem wichtiger Teil von meinem Leben ist. Schon seit ich klein bin, habe ich überall Musik gehört, egal was ich gemacht habe. Als ich 15 war, habe ich dann auch meine eigene Punk-Rock-Band gestartet. Und ja, Musik ist einfach ein mega wichtiger Teil in meinem Leben. Jetzt aber auch zu der Frage, ob ich beim Comic-Lesen Musik höre. Die Antwort ist bei mir, nein. Das hat eigentlich angefangen in der Mittelschule, als ich mir beim Lernen ziemlich schwer getan habe. Ich habe nämlich immer beim Lernen Musik gehört und irgendwann mal bin ich dann draufgekommen, ey, ich konzentriere mich einfach nur mehr auf die Musik als auf das Lernen. Ja, so hat das dann seinen Lauf genommen und ich wurde immer unkonzentriert beim Lernen. Ich habe mir dann immer schwer getan, bei einer Matheaufgabe die Angabe zu lesen, wenn ich mich gleichzeitig auch auf die Musik konzentriert habe. Ab und zu ist es aber trotzdem der Fall, dass es um mich herum laut ist, egal ob ich jetzt im Zug bin oder unterwegs bin und Comics lese. Da habe ich dann natürlich kein Problem, dass irgendwo im Hintergrund jemand redet oder eine Musik läuft. Aber wenn ich zu Hause sitze, gemütlich in meinem Bett chille und Comics lese, dann schalte ich dafür gewöhnlich keine Musik ein.
Genau als mich der Nerdman gefragt hat, ob ich diesen Beitrag für sein Video machen möchte, ist mir ein Schatz in die Hände gefallen, nämlich Scott Pilgrim, das Leben rockt. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen brauche, denn die meisten von euch werden den Film kennen und der Film ist teilweise 1:1 auch von den Dialogen wie im Comic. Ja, in der Geschichte geht es um Scott Pilgrim, der eine Band hat, die heißen Sex Bob Ons und die machen halt Musik. Das Ganze wurde von Brian O'Malley geschrieben und gezeichnet und er hat es sich nicht nehmen lassen, dass er ins Comic, während die Band ein Lied spielt, die Noten und den Text dazu schreibt. Wenn man Musiker wie ich ist und Gitarre spielt und so weiter, dann hat man halt mega Bock, das auszuprobieren. Und ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe, während ich das Comic gelesen habe, Gitarre gespielt und dazu gesungen. Ich meine, wie geil ist das denn? Mich würde es interessieren, ob ihr während dem Comic lesen schon mal Gitarre gespielt habt oder so. Dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Das war's von mir. Danke an den Nerdman und ciao. Musik und Comics, ein interessantes Thema. Für mich aber ein definitives Nein. Der Grund ist einfach der, oder was heißt der? Es gibt mehrere Gründe, die da zusammentreffen. Einerseits mache ich schon mein Leben lang Musik und spiele verschiedene Instrumente und mische inzwischen auch Musik selber ab und höre ganz viele Einzelheiten und sobald irgendwo irgendein Song läuft, höre ich alles Mögliche daraus. Ich höre den Takt daraus, ich höre die verschiedenen Instrumente daraus und ich kann Musik selten nur noch nebenbei hören, ohne bewusst darauf zu achten. Manchmal sitze ich in der Bahn und habe meine Kopfhörer auf und höre Musik und versuche dabei zu lesen, um das ganze Gemurmel um mich herum auszublenden. Aber tatsächlich schweife ich permanent ab, weil ich mich wesentlich mehr auf die Musik konzentriere, als ich mich auf das Comic konzentriere. Diese Aussage stimmt jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, du oder ihr wisst, was ich damit meine. Der zweite Punkt ist einfach der, und den habe ich damit jetzt auch gerade angesprochen, ich kann mich nur auf eine Sache fokussieren. Also entweder ich fokussiere mich auf das Lesen oder auf das Hören. Ich kann auch verschiedenen Gesprächen nicht richtig zuhören, wenn noch ein anderes Gespräch nebenbei läuft oder wenn irgendwo Musik mit Gesang läuft. Das funktioniert für mich einfach nicht, weil ich mich nicht auf eine Sache, nein, auf mehr als eine Sache gleichzeitig konzentrieren kann. Was ich aber definitiv zu dieser Thematik interessant finde und auch noch angehen möchte, ist ein Comic oder ein Graphic Novel, Haunter of Dreams oder Haunted Dreams. Ich schau mal nach, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie es heißt, ich werde es euch hier einblenden. Das ist nämlich ein Comic, der scheinbar komplett ohne Text funktioniert und zudem es einen extra für diesen Comic gemachten Soundtrack gibt. Dieses Projekt finde ich super interessant und da bin ich sehr heiß drauf, das mal auszuprobieren. Vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr oder kennt es schon. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich noch reizt zum Thema Musik und Comics. Ciao, ciao! Musik und Comics steht seit Kurzem für mich in Verbindung. Denn vorher habe ich immer einfach nur so Comics gelesen, aber kam nie in den Geschmack davon, sowohl Comics zu lesen, als auch parallel Musik zu hören. Hab aber letztens damit angefangen. Also für mich Zusammenfassung, wenn ich Musik höre und Comics lesen, kann beides harmonieren und sich gegenseitig unterstützen oder halt auch in eine andere Richtung gedacht, sich gegenseitig abheben und eine gegenteilige Wirkung erzeugen. Zum Beispiel, ich lese eine, ich sag mal, nostalgische oder eine melancholische, düstere, hoffnungslose Story, ein Graphic Novel, der sehr kalt und dunkel daherkommt, aber hört dazu was funky, was rockiges, was extrem disharmoniert. Vielleicht will man das auch erreichen als Effekt. Andererseits kann das auch in die Richtung gehen, dass ich einen Comic lese und eine dazu passende Musik höre, um entweder die Geschichte des Comics zu unterstreichen oder um die Wirkung der Musik zu unterstreichen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, besser gesagt in letzter Zeit, Musik zu hören, nichts mit Lyrics, also mit Gesang, zum Beispiel Lo-Fi Hip-Hop oder auch ruhiger Pop, epische Filmmusik, um vielleicht so Action-Szenen in Comics zu unterstreichen. Das hilft mir dann schon ein bisschen, meine Fantasie anzuregen und einfach eine coolere Erfahrung zu haben beim Comic-Lesen. Yo, hallo, was geht ab? Comic Engine hier und auch ich möchte gerne meinen Senf dazu geben, wie es sich mit Musik und Comics und passt das überhaupt alles irgendwie zusammen? Lese ich denn selber und höre dabei Musik? Deutliches Ja. Ich habe, wie viele andere Leute, wahrscheinlich auch sehr oft den Herr der Ringe Soundtrack zum Beispiel gehört. Hab das dann versucht beim Lesen zu hören und es war einfach so, nicht jedes Stück passt zu dem, was da passiert. Ja, das ist dann so ein bisschen eine Negativerfahrung. Was dann wiederum ging, war irgendwie so ein bisschen Batman-Comics lesen mit dem Batman-Begin-Soundtrack. Das war einfach mega geil. Einfach Batman, das war genial. Und es gibt natürlich auch Unmengen von Soundtracks, die man auch ein bisschen durch die Filme
mit den Comics verbindet. Ja, also da gibt es auch viele Sachen, die einfach passen und die passen dann auch irgendwie ein bisschen zu den Comics. Vielleicht auch nur in der Zeit, wo diese Musik ein bisschen aktueller ist. Aber es gibt ja auch viele andere gute Beispiele. Zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Ja, jeder Soundtrack, auch der für die Zeichentrickserie, einfach ein Genuss. Viele Klassiker und ich sag mal, der Soundtrack vom ersten Film, der hat mein Auto im Grunde 4 Jahre lang nicht verlassen. Und ich kann euch sagen, das war niemals langweilig. Und es gibt natürlich auch andere coole Musik-Soundtracks, sag ich mal, die ich mir ganz gern gebe. Zum Beispiel Baby Driver ist jetzt kein Comic-Soundtrack, aber das ist halt einfach so viel abwechslungsreiche Musik zwischen Disco, Funk, Soul und Rock. Dann gibt es natürlich auch so Soundtracks, die haben auch, wie gesagt, bei Herr der Ringe ein paar Songs dabei, die eignen sich nicht so, um in Ruhe zu lesen, wie ich finde. Wenn es einfach zu sehr scheppert an Stellen, wo du denkst, was ist jetzt kaputt? Aber es ist einfach wunderschöne Musik und die höre ich dann tatsächlich ganz gerne auch schon mal so. Ja, genauso wie Deadpool ist einfach auch mega gut, was da so an Stücken drauf ist, ja. Auch wenn ich sie vielleicht nicht so geil gefunden hätte in dem Film, aber es ist einfach Musik, die geht nebenher auch einfach immer. Es ist auch wieder witzig, weil das auch Musik ist, die in meiner Jugend eine Rolle gespielt hat, weil mein Bruder ist ja, mein großer Bruder, heißt, ist ein bisschen älter, wodurch ich auch die ein oder andere Musik mitbekommen habe. Also, ich weiß noch, wie das war, als Vanilla Ice wirklich cool war. Ja, das ist kein Scherz. Der war wirklich cool. Und wer was anderes sagt, ist... Piep! Oder hier noch so ein geiles Beispiel. Soundtrack Into the Spider-Verse. Der Soundtrack einfach mega geil. Vor allen Dingen, ja, ist auch Musik, die geht immer. Die kann man auch entspannt beim Lesen hören. Also es gibt so viele Sachen, die funktionieren. Und ich finde, man kann auf die Art und Weise halt steigern, das Erlebnis. Und man kann da viel mehr vielleicht auch mit verknüpfen. Also von daher Lesen und Musik, absolutes Yes. Haut rein, lasst es krachen und macht's gut. Ciao. Musik hören beim Comic lesen. Ob ich das kann und mache, ist eine interessante Frage und die muss ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Aber das ist selbst so ein zwiegespaltenes Ding bei mir, weil ich fühle mich ab und an wirklich mal gestört durch die Musik und die Lautstärke muss schon passen. Und da denke ich auch, warum ist es überhaupt anders? Warum machst du das denn überhaupt? Andererseits merke ich bei guten Comics, wie ich wirklich in den Comics versinke und diese Musik total ausblenden. Ich brauche immer so ein bisschen Hintergrundbeschallung, egal was ich mache, ob das jetzt damals Lernen in der Schule war, ob das auf der Arbeit ist, wo ich das Radio brauche oder irgendwas anderes im Hintergrund. Diese Stille, die mag ich nicht wirklich. In der Natur geht es vielleicht doch, aber da sind auch Vögel, die so ein bisschen zwitschern und alles Mögliche. Da ist es okay, aber es darf keine Leere irgendwie um mich rum sein. Ich brauche da was. Das ist eine Art Qualitätsmerkmal für mich an einem Comic, wenn ich die Musik wirklich richtig ausblenden kann. Und wenn nicht, ist es halt so nettes Hintergrundrauschen für mich. Und wenn ein Comic extrem schlecht ist, dann merke ich auch, wie ich mehr zu der Musik hinschweife, als dass ich wirklich dieses Comic genüsslich lesen kann. Woran ich dann halt auch feststellen kann, war das jetzt was oder war das nichts? Und deswegen kommt es bei mir auch relativ oft zu diesen extremen Bewertungen. Wie bei meiner Venom-Reise, falls ihr die gesehen habt. Wenn nicht, guckt in meine Venom-Reise rein. Dass da extrem gute Sachen bei waren und extrem schlechte. So leicht lässt sich das unterscheiden. Und daher sage ich, Musik gehört für mich auf jeden Fall beim Lesen dazu. Und ist unabdingbar für mich. Ja, hallo mit O, ich bin der Stefan von I'm Nerd und ich sollte die wichtige Frage beantworten, hört ihr Musik beim Comic lesen? Und ich kann dazu sagen, ganz klar, jein. Manchmal läuft bei mir schon Musik im Hintergrund, aber dann eher, wenn ich leichte Kost lese, die man einfach so weglesen kann, wie das neue Spider-Man-Heft oder Deadpool oder irgendwas anderes, was sich einfach so weglesen lässt, wo jetzt keine tiefe Story dahinter steckt, dann kann ich mich auch schon mal mit ein bisschen Musik befassen nebenbei. Aber in der Regel höre ich eigentlich eher nicht beim Lesen, da ich mich ja schon auch ein bisschen auf die Sachen konzentrieren muss, ne? Und ich habe gemerkt, wenn ich Musik dabei höre, dann lenkt das ein bisschen ab und ja, man muss halt manche Stellen dann mehrfach lesen, weil man doch eher dann irgendwie plötzlich bei dem Song den Text irgendwie mitsingen möchte, ne? Und dann das passt irgendwie nicht zusammen. Vielleicht bin ich da nicht multitaskingfähig genug. Zu manchen Comics passt es aber auch wirklich gut, nochmal Musik zu hören, wenn ich zum Beispiel Biografien lese, wie jetzt zuletzt die von David Bowie. This is ground control to me. Major Tom. Oder eben auch Beethoven, das unsterbliche Genie von Per Mehta und Rembrandt. Dun, 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 dun.
Dun, 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 dun. Dann ist es schon okay, weil es ja den Comic unterstreicht mit dem passenden Ambiente und der richtigen Musik zu der richtigen Figur. Ja, dann fügt sich das alles so ein bisschen zusammen. In der Regel lasse ich die Musik aber auch weg, weil dann kann ich mich einfach viel besser aufs Comic konzentrieren. Ja, gerade wenn die Story ein bisschen komplizierter ist, wenn mehr Text da ist. Ich könnte mir einfach nie vorstellen, bei einem Frank Miller Batman irgendwie noch Musik dabei zu hören, weil da steckt schon so viel Text drin. Da muss man sich auch tatsächlich mal ein bisschen konzentrieren und das ist mit Musik einfach nicht wirklich gegeben. Vielleicht mit was Instrumentalem, wo man nicht unbedingt mitsingen möchte, aber eigentlich eher lieber nicht. Hey und willkommen auf der Endcut. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr so bezüglich des Themas gemacht habt. Hier findet ihr ein weiteres meiner Videos und unter diesem eine Musikplaylist von mir. Und damit hoffe ich, ihr schaltet auch in Zukunft wieder ein bei mir, dem Nerdman.